Nächste Station, wir sind unterwegs in Muttenz. Sie, haben Sie gewusst, da gibt es ein Bildungszentrum, und zwar von Coop. Ich habe bei mir den Herrn Heimberger. Herr Heimberger, was macht ihr da? Wir sind ein Seminarhotel und ein Konferenzhotel, wie jedes andere auch, nur dass man das bis jetzt nicht so recht gewusst hat. Wir sind grundsätzlich eine Stiftung von Coop mit dem Auftrag, Coop-Mitarbeitende auszubilden. Und wir feiern dieses Jahr das 90-jährige Jubiläum. Die Stiftung feiert 90 Jahre. Wir sind hier in Muttenz seit 1923, zuerst im Freidorf und seit 1956 hier im Quartier Unterwart, also ganz nahe vom Joggeli, und haben hier Seminarräume, Restaurants, 37 Hotelzimmer und stehen allen zur Verfügung, ob Coop oder nicht Coop. Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, es ist eine recht grosse Fläche. Hotelzimmer ist ein Seminar. Was für Leute kommen denn aber hier unter der Woche an? Wie ist der Park eigentlich, was ist zugänglich? Also der Park ist öffentlich zugänglich, also wir können natürlich auch allerhand Leute empfohlen. Wir haben selbstverständlich ganz viele Ausbildungen von Coop selber, die hier eintägige, mehrtägige Kurse machen. Aber wir haben auch Drittfirmen aus der Region, aus der ganzen Schweiz, die hier das entdeckt haben, die Grünfläche schätzen, die Ruhe, auch das gute Essen, das wir haben. Das ist zumindest das, was man uns immer sagt. Und wir sind ja sehr bekannt für unser tägliches Dessertbuffet. Apropos grüne Fläche, gehen wir ein Stückchen weiter, weil genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Heute eine Vernissage zur Eröffnung. Wunderbar, wir sind hier im Garten vor dem Schulhaus. Und das Schulhaus ist dort, wo die meisten Seminarräume sind. Da haben wir Platz für in den Räumen bis zu 100 Personen. Und vor dem Schulhaus, wie gesagt, ist der Garten, der Sitzplatz, den wir jetzt den Frühling erweitert haben, um 150 Quadratmeter Gartenfläche mit Blumen, mit Gemüse, mit Kräutern, wo wir vor allem aus dem Prospecerara-Sortiment bezogen haben, also seltene Pflanzen, die in der Schweiz jetzt wieder angebaut werden, spezielle Zucchetti, Brokkoli, Randen zum Beispiel. Und das haben wir jetzt gebaut aus eigener Kraft. Ist denn das jetzt mehr zur Anschauung oder werden da jetzt auch Produkte angepflanzt, die ihr natürlich gerade direkt eins zu eins auch im Restaurant wieder braucht? Es ist natürlich so eine Win-Win-Situation. Es ist einerseits natürlich eine Aufwertung vom Gelände, also es gibt ein bisschen etwas fürs Auge her, zum Beispiel Blumen, die wir haben. Und das Restaurant darf natürlich und soll auch, das ist die Idee, da hier sich bedienen mit Kräutern, mit Gemüse. Wir haben ja ganz viele Sachen natürlich, eben wie gesagt, aus dem Öko, aus dem Biosortiment von Coop, Bau und Hobby, weil wir das Jahr ja 20 Jahre Naturaplan feiern bei Coop. Was heisst denn mit 20 Jahren Naturaplan beim Coop? Werden hier auch weitere Aktivitäten geplant jetzt über den Sommer? Es ladet ja wirklich auch zum Verweilen ein. Wir werden immer wieder Aktivitäten machen diesen Sommer. Also wir haben beispielsweise jetzt gerade am Muttertag, das ist jetzt leider schon vorbei, aber wir sind ausgebucht gewesen, zum Glück, einen Brunch durchgeführt mit über 130 Personen. Aber wir werden auch im Zusammenhang mit dem Naturaplan-Jubiläum im August, im Oktober und im Dezember noch Brunch anbieten, wo man auf der Website buchen kann. Und da hat es dann auch Zutaten aus unserem Garten auf der Tower. Jetzt muss ja das irgendwann einmal initiiert werden. Wir haben es am Anfang gehört, das ist eine lange Tradition, schon, die hier stattfindet. Wie ist denn das überhaupt alles zustande gekommen? Wer hat die Idee gehabt, hier das Bildungszentrum zu bauen? Das war der Professor Bernhard Jäcki, der sehr engagiert war im Konsumverein, so wie Coop früher geheissen hat. Er hat dort 1923 das Freidorf, die Genossenschaft Freidorf, gegründet, wo der Vorläufer vom Bildungszentrum daheim war. In diesem grossen Schulhaus sind die Verkäuferinnen ausgebildet worden in verschiedenen Bereichen. KV, Verkaufsschule, Haushaltungslehre und so weiter. Und das ist dann zu eng geworden und der Bernhard Jäcki ist ein sehr humanistisch eingestellter Mensch, war Nationalrat, in verschiedenen Gremien gesessen und hat seine Stiftungsgelder gesammelt. Und dann, im 1956, ist aus dem Vermögen, er hat das leider nicht mehr erlebt, er ist in den 40er Jahren gestorben, meines Wissens, hat man dann das Gelände hier gekauft und das ist heute immer noch im Besitz von Coop. Jetzt, Herr Heimberg, seit Sie übernommen haben, anfangs Jahr, hat sich doch einiges da. Was ist denn jetzt die Strategie? Wo möchte das Schulungszentrum denn hin?
Wir möchten in erster Linie einfach mal den Bekanntheitsgrad steigern. Es ist so, dass ganz, ganz viele Leute uns immer noch nicht kennen. Wir sind ja in einem sehr ruhigen Wohnquartier, was eigentlich ein Vorteil ist als Seminarhotel. Nur nimmt man es natürlich als Seminarhotel nicht wahr, weil wir heissen auch Bildungszentrum und man hat dann dort das Gefühl, es stehen nur GoP-interne Kunden zur Verfügung, was aber nicht stimmt. Wir sind für alle da. Und die Idee ist eigentlich, dass wir jetzt in den nächsten Jahren bekannter werden, dass die Leute in Basel und Umgebung wissen, es gibt uns, man kann uns buchen und wir haben ganz gute Adressen für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, für Seminar, für Hochzeit, Bankett, Brunch oder auch nur für Hotelübernachtungen. Wir haben 37 ganz moderne, neu renovierte Hotelzimmer.